Willkommen zurück zum Viertelfinale zwischen Gaius und Martin, Gaius Maximus Thorald. Die erste Schlacht geht an Gaius. In der zweiten Schlacht stehen sich gegenüber die Seleukiden und die Parther. Ich habe jetzt gesagt, dass sie die Himmelsrichtung umkehren sollen, also der Karte, sodass sie jetzt auf der anderen Seite stehen, irgendwie der Fairness halber. Ich muss noch kurz dazu schreiben. Wegen der roten Grenze. Das ging beim letzten Mal noch in Ordnung, aber war schon grenzwertig. Ich möchte, dass die Grenze wirklich keinen Einfluss auf die Schlacht hat. Ich muss aber sagen, dass diese Karte kleiner zu sein scheint als die meisten. Ist mir vorher eigentlich nie aufgefallen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die anderen Karten größer sind. Weil ihr seht, ist schon so ein, ja, ziemlich kleiner Sandkasten hier. Gut. Ach ja, ich muss jetzt hier kurz gucken. Gaius hat ja wieder fünfmal Bogenschützen. Kann ich verstehen, denn sie haben ihm, waren ein wichtiger Teil seines Sieges eben gerade. Ansonsten viermal Silberschild. Schwertkämpfer, als General auch. Leinpanzer-Schwertkämpfer, Schildträger. Also wieder ziemlich, ja, Infanterie. Also den Schwerpunkt auf Infanterie. Ansonsten noch wieder, ja, wieder dreimal Kavallerie. Ich glaube, er benutzt eigentlich fast dieselbe Aufstellung, das, bloß dass es eine andere Fraktion ist. So. Wie sieht's bei Martin aus? Er benutzt offensichtlich viel Kavallerie. Wir haben hier viermal berittene Bogenschützen. Er hat die Adelsbogenschützen. Das hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht. Die Parthischen tun es genauso gut und sind nicht so teuer. Da könnte man mehr, ja, Geld in die Nahkampfkavallerie setzen. Ansonsten sechsmal königliche Kataphrakte. Zweimal Söldnerhopliten, zweimal parthische Schwertkämpfer. Muss hier kurz zurückschreiben. So. Ich muss leider sagen, also mit Martins Aufstellung bin ich nicht ganz zufrieden. Also es ist natürlich jetzt nicht meine Aufgabe, das jetzt zu beurteilen, aber Gaius wird seine berittenen Fernkämpfer sehr leicht, sehr, sehr leicht abwehren können. Denn seine Bogenschützen sind in der Überzahl, haben eine höhere Reichweite. Und berittene Bogenschützen sind halt sehr anfällig für Beschuss. Natürlich sind das jetzt die Adelsbogenschützen, aber ich hätte. Meine Aufstellung mit den Parthern sieht etwas anders aus. Vor allem hier die Infanterie, die parthischen Schwertkämpfer, die sind nicht zum Angriff gemacht. Er hätte da mehr Fernkämpfer mitbringen müssen. Zum Beispiel Fernkampfinfanterie als Steinschleuderer oder Bogenschützen gepaart mit mehr berittenen Bogenschützen. So kann er. So hätte er ja Gaius ziemlich leicht umrunden können, aber jetzt sieht es eher schwierig aus. Ich will trotzdem noch will mich nicht irgendwie festlegen oder so. Andererseits hat Gaius eigentlich nur einmal Speere. Das heißt, dass Martin doch gewinnen könnte, wenn er schnell in den Nahkampf kommt. Die Kataphrakte sind ja ziemliche Panzer, also die Silberschild-Schwertkämpfer sind natürlich auch stark. Aber wenn er schnell in den Nahkampf kommt und dazu seine Infanterie reinschmeißt, hätte er trotzdem ganz gute Chancen. Ja, doch. Sie haben beide auf jeden Fall gute Chancen, aber wie gesagt, ich hätte hier ein bisschen anders gewählt. Spielen beide übrigens wieder ohne Streitwagen und Elefanten. Sehr nobel von beiden. Ich denke mal, wenn CA das nicht ändert, also was die Streitwagen und Elefanten angeht, dann werde ich das bei einem zukünftigen Turnier, falls ich eins veranstalten sollte, sie ganz weglassen. Ich denke mal, dafür hat jeder Verständnis und also die Schlacht machen viel mehr Spaß.
Aber das ist jetzt nicht das Thema. So, ihr seht jetzt, Gaius kann sehr leicht Bogenschützen entgegenschicken. Und sie haben die höhere Reichweite. Jetzt kommt er noch mit Kavallerie hinzu. So, was macht Martin jetzt? Oh, er muss sich hier zurückziehen, sonst wird er erwischt. Ja, das geht noch einigermaßen. Ihr seht, die Adelsbogenschützen können einiges einstecken durch ihre Rüstung. Gaius Maximus Thorald wagt sich hier ziemlich weit vor. Was die meisten Spieler nicht bedenken, wenn sie Brittenen Bogenschützen begegnen, ist, dass man diese auch im Nahkampf benutzen kann. Und die können, ja, Fernkämpfer auch ziemlich leicht aufreiben. Er hat sie aber jetzt wieder zurückgezogen. So, hier kommen jetzt die Kataphrakte an den Flanken. Oh, da wird er jetzt aber auf jeden Fall welche verlieren. Ja, da fallen die ersten. Martin könnte jetzt... Er muss hier auf die Schildträger aufpassen. Seine Kataphrakte sind stark, aber... ja, er hat jetzt wirklich nicht viel Platz für Fehler. Er muss das Ding jetzt klar reißen. Wenn es sich erlaubt, dass er hier zu viele Kataphrakte bei den Schildträgern verliert, dann sehe ich wirklich wenig Chancen für ihn. Er könnte aber hier diese Kavallerie jetzt mal beschäftigen, um dann die Bogenschützen anzugreifen. Das würde ich jetzt an seiner Stelle machen, weil die sind jetzt sowieso schon ziemlich dezimiert. Haben auch kaum Kills. Ja, jetzt greift er an. Ich denke, jetzt ist auch... Ja, jetzt ist es wirklich zu spät, um umzukehren. Er geht jetzt in den Nahkampf, auf jeden Fall. Die eine Einheit wird hier auf jeden Fall erwischt. Aber das wird sich, so wie es aussieht... Nee, immer noch nicht lohnen. Er zieht sich jetzt auch hier wieder zurück. Die Asatritter haben schon einige Einheiten verloren. Mir fehlt wirklich diese Markierungsfunktion, denn man kann jetzt kaum erkennen, wie viele wo stehen. Ja. Aber ihr seht ja, dass Gaius mehr Einheiten benutzt. Nee, das sieht nicht gut aus. Diese Asatritter machen Martin einen Strich durch die Rechnung. Er hat ja die ganze Zeit versucht, irgendwie Fernkämpfer zu erwischen, aber hier kommen die ganze Zeit die Reiter. Er hätte hier eigentlich seine Kavallerie aufteilen können. Ich meine, die Schildträger können nur eine Einheit verfolgen. Jetzt versucht Gaius, seine Kavallerie zu bündeln oder festzunageln, damit seine Schildträger wahrscheinlich draufkommen, aber... Nein. Also Martin könnte sich hier auf jeden Fall mehr erlauben. Er bewegt seine Kataphrakte immer gemeinsam. Vor allem muss er hier aufpassen auf die Ausdauer. Darf nicht zu viel rumrennen. Die restlichen Einheiten stehen leider immer noch rum. So. Gaius hat aber auch schon... Eine Einheit hat er fast komplett verloren von den Bogenschützen. Aber ihr seht hier unten, das Kräfteverhältnis ist zu seinen Gunsten. So, jetzt teilt Martin seine Kavallerie endlich auf. Hätte er früher machen sollen. Wenn er Glück hat, kann er hier diese Asatritter vernichten, bevor die Schildträger überhaupt zur Stelle sind. Der Ansturm von zwei Einheiten aus verschiedenen Richtungen sollte ausreichen. Aber... Er hat hier die Fähigkeit zu spät eingesetzt. Hier ebenfalls. Das ist viel zu spät. Aber ihr seht, selbst das hat ausgereicht. Die Asatritter sind gleich weg. Allerdings muss er sich jetzt hier schnell verabschieden. Nein. An den Schildträgern wird er viele Einheiten verlieren, auch wenn er sie von beiden Seiten angreift. Würde ich an seiner Stelle nicht machen. Noch geht's, aber... Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Hier seht ihr, wie stark die Kataphrakte sind. Keine einzige Einheit verloren. Und 70 getötet. Hier seht ihr einfach, dass er durchaus die Chance hat, was zu reißen. Aber hier die Schildträger, obwohl sie umzingelt sind und sehr müde,
gehen wirklich sehr langsam zugrunde. Hier kommen jetzt die Schwertkämpfer dazu und die Kavallerie. Ah, das sieht schlecht aus. Hier kann er nochmal in den Rücken. Ich denke, dass Martin den Kampf hier gewinnen kann. Allerdings wird er sehr viele Kataphrakte verlieren. Ich frage mich, warum er nicht mehr Einheiten einsetzt. Gaius setzt hier eigentlich permanent immer mehr Einheiten ein als er. Sollten die Schildträger jetzt fliehen? Ja, das sieht wirklich gut für ihn aus. Und er hat kaum Einheiten verloren. Ich denke, er kann sich relativ glücklich schätzen. Also, jetzt kommen hier wieder die Briten in Bogenschützen und ich glaube, diesmal werden sie die Fernkämpfer erwischen können. Es sieht also doch relativ gut aus für Martin. Ja. Ah, okay, das... Ja, doch, ich bin zuversichtlich, Martin könnte es diesmal wirklich schaffen. Hier, die Fernkämpfer sollte er jetzt vernichten können. Diese Einheiten werden jetzt sowieso fliehen, also er wird den Ansturm wagen müssen. Ja. Die Fernkämpfer wird er zum großen Teil vernichten können. So, jetzt geht's aber hier ans Eingemachte. Hier hat er auf jeden Fall den Vorteil. Ihr habt ja vorhin gesehen, was der Ansturm der Kataphrakte anrichten kann, obwohl die Fähigkeit nicht benutzt wurde oder zu spät. Das hier sind zwar Leinpanzer-Schwertkämpfer, aber selbst die werden nicht standhalten können. Also wenn er hier auf jeweils jede verschiedene Einheit einen guten Ansturm hinkriegt, kann er hier gewinnen. Ja. Hier dagegen sieht es relativ schlecht aus, aber ihr seht auch, hier purzeln die Zahlen bei den Silberschild-Schwertkämpfern. Obwohl sie dem bereits entbrannten Nahkampf beigetreten sind. Aber hier die Einheiten durchziehen, ist keine so gute Entscheidung. Ist aber, ja, nachzuvollziehen. So, wie sieht's hier aus? Die Briten in Bogenschützen feuern schon. Können sie denn Schaden anrichten? Oh. Sehr viel sogar. Falls das jetzt allein die Bogenschützen waren. So, jetzt kommt der Angriff. Ja, das ist alles das Micromanagement. Er hat hier auch keinen Ansturm hinbekommen. Das sind übrigens auch hellenische Kataphrakte. Das habe ich eigentlich gar nicht gemerkt. Hab da nicht genau auf die Kavallerie geachtet. Ja, das hier wird noch sehr knapp. Leinpanzer-Schwertkämpfer. Das hier wird... hier die Silberschild-Schwertkämpfer werden aber auf jeden Fall hier gewinnen. Selbst wenn die Hopliten jetzt noch in den Rücken stürmen, wird das ein knappes Ding. Ja, und hier seht ihr, dass der General langsam... Ja, der General wird hier fallen. Er ist auch erschöpft, also wird nicht fliehen können. Ich muss sagen, das sieht jetzt wieder... Sieht wieder gut für Gaius aus. Er hat hier drüben noch viele Einheiten. Hier ist es ziemlich ausgeglichen. Hier greift Martin mit den brennenden Bogenschützen an. Nicht unbedingt eine schlechte Entscheidung, aber das... wird den Verlauf wohl kaum noch ändern können. Er wird hier möglicherweise gewinnen, aber ihr seht, da drüben kommen noch viele Einheiten zurück. Hier wird es auch eher nicht so gut für ihn ausgehen. Ihr seht, hier können die Bogenschützen direkt in den Rücken der Hopliten schießen. Können sie auch sehr stark dezimieren. 44 Kills haben die hier. 37 die, und das wird sich auf jeden Fall noch steigern. Besonders die Briten in Bogenschützen werden hier womöglich kassieren. Ja, und die Silberschwertkämpfer sind immer noch stark vertreten. Auch hier. Jetzt kommt die Kavallerie. Ein bisschen ungünstiger Angriffswinkel, aber das wird trotzdem reichen. So. Ja, hier ist es wirklich sehr ausgeglichen, aber... Gaius braucht hier eigentlich nur Zeit, um diese Einheiten zu vernichten. Wenn er das erstmal geschafft hat, dann hat sich der Rest eigentlich erledigt. Ja, und ich glaube, ich werde mich
ja, jetzt schon festlegen müssen. Es ist wieder wirklich sehr knapp. Es hätten nur ein paar kleine Handgriffe bei Martin gereicht, dann hätte es für ihn viel besser aussehen können. Hier zum Beispiel hätte er einen Ansturm hinbekommen und von verschiedenen Seiten angegriffen, längst gewinnen können und dann hier aushelfen können, denn Gaius hat auch nicht mehr viele Truppen übrig. Es ist eine sehr knappe Sache. Jetzt zieht er seine Einheiten raus. Das ist wirklich sehr unglücklich verloren. Das liegt einfach alles am Micromanagement und braucht ein bisschen Übung. Ihr seht, wie knapp das ist. Aber es ist wirklich verdammt knapp. Also, wie gesagt, einfach ein paar Mal einen besseren Ansturm hinbekommen, die Fähigkeiten nicht verbessern. Und dann kann man eigentlich auch gewinnen. Aber hier kommen nochmal zweimal frische Schwertkämpfer dazu, Leinpanzer und Silberschild. Die werden das Ding wohl entscheiden. Obwohl ich sagen muss, es ist wirklich verdammt knapp. Also, wenn hier die parthischen Kataphrakte jetzt gewinnen könnten und hier rüber eilen würden, könnten sie immer noch gewinnen. Aber hier seht ihr, jetzt fliehen die letzten Einheiten noch. Die Schwertkämpfer sind noch übrig, der General übrigens auch. Der parthische General hingegen ist nicht mehr da. Ja, die Infanterie ist jetzt hier komplett weg. Fehlen nur noch die, ja. Und ja, da fliehen auch die letzten parthischen Kataphrakte. Und wie gesagt, das ist einfach extrem knapp gewesen. Ja. Ich denke, hier wäre für Martin wirklich der Sieg drin gewesen. Er hätte einfach ein paar Mal mehr die Fähigkeit, ein bisschen mehr auf die Kavallerie achten und generell mehr von seinen Truppen gleichzeitig einsetzen. Gaius hat da seine Truppen immer ein bisschen. Er hat immer mehr von seinen Truppen eingesetzt als Martin, weshalb er oft im Vorteil war. Aber die Kataphrakte waren einfach sehr stark. Da wäre mehr drin gewesen. Ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt hier zu sagen habe. Aber das ist jetzt der zweite Sieg für Gaius Maximus Thorald und er ist natürlich weiter. Waren zwei sehr schöne Schlachten. Vor allem die letzte hier war sehr knapp. Hier sehen wir das übrigens auch, dass die Briten Bogenschützen eigentlich ziemlich gut waren. Die sind ihr Geld also schon wert. Aber es hat einfach nicht gereicht. Ja. Gut, ich bedanke mich bei beiden fürs Mitmachen. Waren zwei sehr schöne Schlachten. Ich hoffe, es hat auch euch gefallen. Ja, das war das erste Viertelfinale. Gaius Maximus Thorald zieht weiter ins Halbfinale und wir sehen uns dann beim nächsten Viertelfinale. Bis dahin, tschüss, euer Hannibal.